Oh, Alter, was geht ab, Leute? Spieletrend hat gesagt, ich soll keine Pogo-Videos mehr machen. Shisha-Time bedeutet Real-Talk-Time. Titel bisschen Clickbait, so hat Spieletrend natürlich nicht ganz gesagt. War ja jetzt in Berlin, das Wochenende. Berlin, Baby. Und auf dem Weg dahin, beziehungsweise in der Nacht davor, haben wir noch geschrieben. Versuche ja momentan, den Zweitkanal, den Vlog-Kanal zu pushen und da durchzuziehen. Feuer ist wieder da. Letztens Evanjo getroffen. Der Ball ist am Rollen und man merkt es auch, Spieletrend hat es auch gemerkt. Hat mir ein paar Sachen geschrieben. Wieso versuche ich es nicht nochmal wieder auf dem Hauptkanal? Ich sollte ihn noch nicht aufgeben. Die Videos sind gut. Bisschen anders strukturieren noch. Bisschen besser strukturieren. Krasse Thumbnails. Diese Worte, darüber habe ich jetzt das ganze Wochenende drüber nachgedacht. Und ja, warum nicht? Kommen wir wieder zurück hier. Hauen die Vlogs raus. Hauen die Videos raus. Food-Content. Travel-Content. Ich hoffe, jetzt ist es anders, als wo ich aufgehört habe. Und da die Videos rausgehauen habe. Pokémon Go hat sich ja seitdem sehr stark verändert. Leider ins Negative. Wo ich aufgehört habe, war Pokémon Go noch sehr beliebt. Ihr, die Zuschauer, die Leute waren noch sehr investiert in das Spiel, waren noch sehr besessen vom Spiel. Mittlerweile ist ja ganz anders. Viele Leute haben aufgehört, viele Leute spielen auch nur noch sehr wenig, casual so wie ich. Das Spiel geht leider wirklich den Bach hinunter. Und jetzt habe ich viel mehr Rücken, viel mehr Verständnis von euch, keine Pokémon Go Videos mehr zu machen. Davor war es ja richtig schlimm. Aber ja, davon hätte ich mich wahrscheinlich von vornherein nicht abschrecken lassen soll oder demotivieren lassen soll. Vorschlag von einem guten Kollegen aus der Community. Ehemalig Sascha sechsstellig. Einfach ein neuer Kanal. Die Leute, die sich interessiert, die werden das dann supporten. Haben sie dann natürlich auch. Kuss geht raus an alle, die den Weg jetzt mit mir gegangen sind auf dem Zweitkanal. Die Vlogs immer noch gefeiert haben, mich gefeiert haben, meine Freunde gefeiert haben, was wir gemacht haben. Aber ich denke, die Videos sind so gut, haben so viel Potenzial, dass sie halt eine bessere Plattform verdient haben. Deswegen höre ich auf Spieletrends Rat und versuche das hier nochmal. War ein bisschen im Exil, haben da uns ausgetobt. Ich denke, ich habe gute Ideen, viele Sachen, die Potenzial haben. Und hier auf dem Kanal sind auch einige der Food-Sachen in den Algorithmus gekommen. Die sind gut angekommen, die wurden gepusht. Wir World Donuts das erste Mal abgecheckt haben, wo der hier war. Über 10.000 Views. Ich war der erste hier, der auf YouTube den 35€ Wagyu Döner probiert hat. Was heißt das für euch, Pokémon Go, Leute? Das Gewinnspiel ist beendet. Ich werde das die Tage auslosen. Auch wenn wir auf dem alten Kanal nicht 1000 Abonnenten erreicht haben, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Pokémon Go Videos, schwierig, weiß nicht, ob das so noch kommen wird, dementsprechend ist das kein Clickbait. Und dann natürlich, weil ich nicht genug spiele, um wirklich gute, lange, gescheite Videos rauszuhauen. Alter, ich habe jetzt zwei Events nicht geschafft, dieses, wo ich Psycho-Pokémon fangen muss, jetzt habe ich's. Und dieses, was gerade kam mit diesen Finsternis-Pokémon, Unlicht-Pokémon, da muss ich einen Unlicht-Rocket-Typen besiegen, ich habe es nicht geschafft, Event vorbei. Ich habe das Pokémon da nicht bekommen. Das liegt aber hauptsächlich auch an Niantic, weil es macht echt so keinen Spaß. Ich habe ja jetzt nicht wieder angefangen, Pogo-Videos rauszuhauen für Klicks oder um Videos rauszuhauen, sondern ich habe ja wieder angefangen und ein bisschen Freude am Spiel gehabt. Und weil ich eh alles aufnehme, kamen dann dadurch die Videos und nicht, ich habe wieder angefangen, weil ich Videos machen will. Dementsprechend, wenn ich dann wieder weniger spiele oder gar nicht oder nicht genug, dann kommen natürlich auch wieder die Videos nicht. Ich meine, ich spiele immer noch ein bisschen, wird sich auch nicht ändern. Außer Niantic macht noch mehr Shit. Aber das, was ich spiele, reicht halt echt nicht für ein Video. Ist schwierig. Also Pogo-Content durchziehen auf diesem Kanal, selbst nebenbei, sieht schlecht aus, geht eigentlich gar nicht. Ja, ich will euch nicht enttäuschen, Leute. Das Comeback, Pogo-Comeback war kurz. Also wundert euch nicht, wenn jetzt wieder nichts kommt bezüglich Pokémon und auf einmal der Kanal voll gespammt wird mit Vlogs. Ich hoffe, ich meine, die meisten sind eh schon abgesprungen. Ich hoffe, ihr... Die es interessiert, interessiert's. Ich versuche durchzuziehen, mein Ding durchzuziehen, mein Ding zu machen, das, was mir Spaß macht, darauf, worauf ich Bock habe. Wenn ihr auch Bock darauf habt, würde es mich freuen. Ihr habt mich eine lange Zeit von meinem Leben begleitet. Digga, Pokémon Go ist dieses Jahr 7 Jahre alt geworden. Das heißt, dieser Kanal ist auch 7 Jahre alt. 7 Jahre, das ist fast ein Jahrzehnt. Ihr habt gesehen, wie ich studiert habe, wie ich dann einen Job gesucht habe, wie ich einen Nebenjob gemacht habe, bis ich einen Job bekommen habe, wie ich dann einen Job bekommen habe, wie ich den Job dann durchgezogen habe und Pokémon durchgezogen habe, wie ich dann von Pro7 abgeworben wurde. Ihr habt alles mitbekommen, wie ich dann in Krypto investiert habe und jetzt ein Alhamdulillah gechilltes Leben führen kann. Ihr habt wirklich ein Drittel meines Lebens mitbekommen. Dementsprechend, wenn ihr noch den Rest meines Lebens mitbekommen wollt, bleibt dran. Das war's von mir, Leute. Vlogs werden durchgezogen.